Herzlich willkommen beim Atemlesen. Ich wollte euch heute erklären, was ist das Atemlesen und für wen kann das nützlich sein? Letztendlich für uns alle. Denn was sagt unser Atem aus? Zum Beispiel, wie ist unsere Stoffwechselsituation? Wie geht's mir? Wie kann ich mich wohler fühlen, fitter, gesunder? Wie kann ich letztendlich auch abnehmen? Wie kann ich einfach meine Lebensqualität verbessern? Wie funktioniert jetzt so eine Atemlesung? Man misst den Stoffwechsel durch den E-Scan. Man atmet ein und atmet aus und dann wird das Verhältnis von Sauerstoff- und Kohlendioxidanteil gemessen und daraus kann man Rückschlüsse ziehen, ob wir eine Fettverbrennung oder Zuckerverbrennung haben oder ob wir zu viel Energie verbrauchen für zu wenig Energie haben, weil das kann man durch diese Stoffwechselmessung feststellen. Vor einer Stoffwechselmessung ist es wichtig, eine ausführliche Anamnese zu machen. Das heißt, ich frage ganz detailliert, wie es ausschaut mit der Körpergesundheit, mit dem Wohlbefinden. Ich frage auch detailliert ab, ob eventuell schon Beschwerden oder Symptome da sind und nehme mir da recht viel Zeit. Dann mache ich die Atemmessung, die dauert circa 3 Minuten. Dann drucke ich das aus, ihr bekommt dann auch ein Blatt mit und das bespreche ich mit euch, um ganz gezielt darauf einzugehen, wie ist euer individueller Stoffwechsel. Und daraus kann man sehr viele Schlüsse ziehen, wie ihr euer Leben gesünder und fitter machen könnt, wie ihr euch wohlfühlt, besser schlafen könnt und mehr Konzentrationsfähigkeit habt. Überwiegend kommen Menschen zu mir zum Atemlesen, die abnehmen wollen. Jedoch ist es auch ein hervorragendes Werkzeug für Menschen mit chronischen Krankheiten. Denn eine ungesunde Ernährung wirkt sich natürlich auf unser ganzes System aus. Das heißt im Rückschluss, eine gesunde Ernährung unterstützt auch die Heilung bei chronischen Krankheiten. Wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder auch Stoffwechselerkrankungen, Verdauungsprobleme und so weiter. Mir ist es wichtig, in der Unterstützung mit Patienten auch dieses Werkzeug des Atemlesens im ganzheitlichen Kontext zu betrachten. Ein Mensch in seiner Gesamtheit oder wenn eine Krankheit entsteht, hat viele Ursachen. Die Ursachen können zum Beispiel eben in einer fehlerhaften Ernährung sein, kann aber auch begründet sein in der Lebensweise, wenn sehr gestresste Menschen zu mir kommen. Das heißt, um da zum Beispiel ein Coaching-Werkzeug anwenden zu können oder eben auch das medizinische Grundwissen, wie funktioniert der Körper, was können für Krankheiten entstehen, wenn. Das ist mir in der Funktion beim Atemlesen, aber auch in meiner Heilpraktikertätigkeit sehr wichtig. Wenn nach Abschluss einer Atemlesereise sich die Menschen dann gesund und glücklich fühlen und sogar durch die Ernährungsumstellung noch genießen können oder wieder genießen können, dann ist es ein wunderbares Ziel und das freut mich.